war 8 Jahre alt, als mein Vater im mächtigen Dschungel von West-Papua einen bisher unbekannten Stamm entdeckte. Das Dschungelkind ist ein, würde ich sagen, wahnsinnig lebendiges, entdeckungsfreudiges Mädchen, was in den 80er Jahren mit ihrer Familie nach Papua-Neuguinea kommt und da mit dem Stamm der Fayu aufwächst und somit auch mit 2 Kulturen. Einmal der Kultur der Fayu und der westlichen deutschen Kultur der Eltern. Buena Paloma. Regel Nummer 1, geht nicht allein in den Dschungel. Regel Nummer 2, geht nicht allein in den Dschungel. Regel Nummer 3, geht niemals allein in den Dschungel. Es gibt noch andere. Es gibt Schuhe ausklopfen, bevor ihr sie anzieht. Nicht barfuß in den Dschungel. Nicht allein in den Fluss. Da gab es Krokodile. Nichts essen, was nicht vorher gezeigt wurde. Nichts trinken, was nicht abgekocht ist und so weiter. Papa, kannst du nicht ein bisschen schneller fahren? Der Dschungel läuft ja nicht weg. Aber ich war 4 Wochen nicht hier. Ich habe in der Yapura die Minuten gezählt. Bitte, Papa. Das Beste, was sie mir geben konnte, war, dass ich sie kennenlernen durfte. Weil einfach ihre Art und ihre Geschichten, die sie mir erzählt hat vom Dschungel und wie ich gemerkt habe, wie sehr sie das liebt und wie sehr das einfach ihr Leben war und wie sehr ihr Herz da dabei ist, das hat mir eigentlich am meisten geholfen, das auch zu verstehen. Und dann hat sie mir noch Fotos gezeigt, ganz viele, und Pfeil und Bogen hat sie mir gezeigt. Und sie hat auch mir gezeigt, wie man das macht, wie man damit umgeht. Und einfach zu spüren, was sie für eine tiefe Verbundenheit mit dem Dschungel hat, war eigentlich die größte Hilfe. Wir werden dir schreiben. Ich will einfach alles vergessen, Papa. Pass auf dich auf. Thank you.
Wie? Da sollen wir alle leben? Du willst also im Dschungel bleiben, wenn du erwachsen bist, ja? Ich könnte ewig hier bleiben. Sie bereiten den nächsten Kriegszug vor, stimmt's? Hier sind wir sicher. Wenn er stirbt, müssen andere dafür büßen, ja? Wir können ihn nicht von heute auf morgen beibringen zu vergeben! Du hast uns mit in einen Bürgerkrieg verfrachtet. Vielleicht solltest du mir erstmal Vergebung beibringen. Müssen wir das vor den Kindern abhandeln? Hier wird doch alles vor den Kindern abgehandelt, das ganze Leben hier. Es gibt bei Ihnen keine Liebe, es geht ums Überleben.